Mein Vorname ist Mohammad Arif und mein Nachname ist Shafai. Ich bin seit 3 Jahren und fast 3 Monaten in Österreich und ich bin seit so 2 Jahren beim Verein Mentorus. Und ja, die Ruth ist wie eine Mom für mich und wir sozusagen hier Projekte machen und wir lernen hier auch. Für mich ist hier die Integration wichtig, generell in Österreich. Und wenn man egal woher man kommt und woher man kommt und welche Sprache man spricht, das ist völlig egal. Und man muss das fremde Land sich integrieren. Ich bin 19 Jahre alt. Ich arbeite jetzt freiwillig 25 Stunden bei einem Altersheim und werde im August mit einer Ausbildung in diesem Bereich anfangen. Und gehe ich auch zum Abendgymnasium. Ein Mensch ist ein Mensch, ganz gleich woher er kommt und warum er so denkt. Gab es ja auch für den ganzen Liebekant und wann du nationale Interessen und Menschen, die ja Menschlichkeit wegen so einem Schmoren vergessen. Doch da profitiert irgendwo irgendwer. Wo kommen eigentlich die Rohstoffe für dein Handy her? Es ist nicht nah, es ist nicht so schwierig, aber wenn man sich dran gewohnt, dann es geht. Oder der Kaffee, der Benzin und der Billigsquant, der Raumpflegerin. Es geht mir nicht um Schuld, nein, mich nur klären, dass wir dazu die ganz großen Gewinner kehren. Und jetzt brennt der Hut, fast überall auf der Erde, uns geht's dir so gut. Drum gib halt ein bisschen was her, ein bisschen was. Ich werde Altenpfleger werden. Ich bin Ajmal Siddiqui, ich bin 20 Jahre alt. Ich lebe schon sehr lange hier in Österreich, schon seit 14 Jahren. Bin mit jungen Jahren hergekommen und habe hier meine Schule gemacht, die Ausbildung gemacht, die Matura gemacht. Und wie kam ich zu Mentorus? Durch einen Freund, das war glaube ich vor 4 Jahren oder so. Und für mich ist halt auch Integration sehr wichtig. Ich versuche auch halt die Jungs ein bisschen dabei zu helfen. Bei mir ist halt, also ich bin halt ein Spezieller, weil ich schon sehr lange hier bin und auch mit Familie da bin. Und ja, da im Mentorus ist es halt so, dass man halt was gibt und was auch nimmt. Und ich versuche halt immer die Jungs ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen die Sachen von einer anderen Perspektive zu zeigen und sie einfach zeigen, wie es ist, in Österreich zu leben. Zäune oder Brücken, Zäune oder Brücken. Ich möchte gern jetzt einmal, also ich studiere zurzeit und würde gern halt in der Baubranche in der Zukunft tätig sein. Mein Name ist Bashir Askari. Ich bin auch seit Juli 2015 in Österreich angekommen und ich bin über eine Freundin zu Mentorus und Ruth Zeipel gekommen. Ich bin 22 Jahre alt und ich arbeite als Kraftreinigung in der GBG Graz 28 Stunden pro Woche und nebenbei ich besuche ein Abendgymnasium und ich mache auch so gerne mit Freien Mentorus weiter wie Narzisstenfest und weitere Projekte. Ich
bin zufrieden, ja. Und meiner Meinung nach ist auch dieses Wort Integration. Ich würde ein ganz kleines Beispiel nehmen. Man muss sich anpassen zu der Situation. Ich kann nicht sagen, weil ich von ein warmes Land komme und ich habe noch nie eine Jacke getragen und ich werde das auch nicht tragen, sondern wenn ich das mache, dann ich werde einfrieren. Und dazu ich brauche mich anzupassen zu dieser Situation, zu diesem Land, zu dieser Gesellschaft. Und dafür Integration funktioniert ganz einfach, sich zu anpassen. Meine Wünsche werde ich mit Hilfe von Ruzaipel oder wie alle viele Leute erreichen. Ich werde weiter studieren und bin so Psychologe. Ich bin Ahmed Arsalan und arbeite seit 2 Jahren als Lehrling und ich bin 20 Jahre alt und seit 2014 bin ich in Österreich gekommen. Und warum bin ich in Österreich gekommen? Weil ich Österreich mag. Ja, ist gut, gefällt mir, das ist so einfach. Das Mentoros habe ich, das ist so, seit 2015 bin ich das ist beim Mentoros und habe schon so viel gelernt. Und wir waren auch das Nassenfest und ja, wir haben schon auch Fußball gespielt und gelernt, alles. Ja, ich wurde ein Koch, ich arbeite als Koch und sonst. Weiterarbeiten so. Ich bin Gafur Haidari, ich bin 23 Jahre alt und bin auch 2015 nach Österreich gekommen. Ich besuche momentan Abendschule und daneben arbeite ich als ehrenamtlicher Arbeit bei der Lebenshilfe im Behindertenbereich, durchschnittlich 15 Stunden pro Woche. Ja, und meine Lebenidee ist auch in der Zukunft als Fachsozialbetreuer eine Ausbildung zu machen. Also die Ausbildung beginnt im Herbst, September. Und noch dazu, ja, ich bin auch durch einen Freund hierher gekommen, durch Mentors. Und ich habe natürlich ja auch viel Unterstützung bekommen, nicht nur im Lernbereich, sondern in verschiedenen Bereichen, Coaching. Und ich bin halt sehr dankbar, dass ich so einen Mensch wie Ruth gefunden habe, das mich unterstützt in verschiedenen Lebensbereichen. Integration ist auch sehr wichtig. Jeder sich nicht nur einheimische Bevölkerung versuchen, also die Menschen irgendwie nicht zwingen, sondern also, ja, hey, kommt und integriert euch in unsere Gesellschaft, sondern auch wir als Flüchtlinge auch sollte man sich versuchen, viel versuchen, also sich in die Gesellschaft, die Kultur, die Geschichte kennenzulernen. Mein Wunsch für Zukunft ist natürlich auch hier bleiben und ja, um weiter also mein eigenes Leben zu führen. Ja. Ja,
Ja, ich bin der Najib. Ich bin seit 2012 bin ich da, also in Österreich bin ich angekommen, als ein Flüchtling natürlich. Seit 2014 bin ich beim Freien Mentoros, den Ruth kennengelernt. Ich habe viel Spaß, viele Coachingen daneben bei Lernen, Unterstützung und der Freizeit miteinander zusammenbringen, ein Projekt machen. Und ich arbeite selber, bin ich ein Lehrling, Kfz-Techniker. Das ist daneben habe ich, in meiner Freizeit habe ich was, meine Sportsachen halt. Ich arbeite als ein Lehrling, also dass ich in Zukunft als ein Facharbeiter werde, das wünsche ich mir. So, studieren habe ich nicht vor. Wenn ich nicht zufrieden bin, können Sie mir ja nicht helfen. Also bis dahin bin ich zufrieden.